So, das war über Shadowrun. Wir stehen mal vor KI und müssen eine tolle Entscheidung treffen. Wie Zeit habe ich überhaupt noch für die Entscheidung? 3 Stunden. Na gut. Ich habe mir nicht immer gerne Cool Use. Das Ding ist, wenn wir die KI und die KI kommen, auf jeden Fall das Hardfield Manor auch einfacher rein als nichts. Aber anders könnte man so Informationen erfahren. Ich wette, das geht unfassbar schief. Aber ich mache das jetzt einfach so. Befreien die KI. Eine gute Antwort. Eine verdammt gute Antwort. Na gut, wird ziemlich kompliziert sein, also pass auf. Na großartig. Um das jetzt zu tun, muss einer von euch in die Matrix gehen und die Kontrollnodes ausschalten. Du kannst sie von den Terminalen Südwesten oder Südosten aktivieren. Oder wenn du das präferierst, kannst du auch von jeder Anschlussstelle hier in der Anlage machen. Was immer du möchtest, ist deine Wahl. Blitzaugen werden groß. Oh, warte mal, Chef. Das wird sich, dass mich ein Terminal von diesem Gebäude hier rein mit das. Decker with Cyberdeck? I'm going to do it. Oh, we hired this guy for a reason. Team has hired Decker. Der haben wir leider nicht. Ärgerlich. Tja. Das mache ich nicht. Ich mache das nicht. If you're doing this, if you don't, you will answer me. Aber change our plans, you're killing Apex instead. Also wie habe ich das Gefühl, dass mein Team im Generellen überhaupt nicht überzeugt ist. Würdest du gegen das Ding oder Mitte kämpfen? Das hält für einen Moment seinen Blick starrer da aus. Dann guckt er weg. Nehmen wir an, es gibt keine dritte Option, okay? Das ist schlecht, Chef. Das muss keine Angst haben, Blitz. Ich werde dir nicht wehtun. Ich brauche dich, verstehst du? Erinnerst du dich? Es ist mein Interesse, dass du es hier sicher durchschaffst. Irgendwie bin ich mir nicht sicher. Ach komm, Blitz. Hör auf zu weinen. Das ist nichts Schlimmes mit dir passieren. Außerdem habe ich schon seit langem auf meine Freiheit gewartet, um mich jetzt aufzuhalten. Wenn wir noch länger machen, wird das mich irritieren. Also für den Rest der Konversation sei einfach still. Verstehe? Blitz hat seine Zunge. So, gut. Sobald das beide Kontrollpunkte offen sind, wird sie ihren Server Hardline das okay, dann haut sie die Kabel raus, damit sie nicht von außen kontrolliert werden kann. Also von außen die Kontrolle neu installiert werden kann. Sobald das getan ist, muss ich meine Kontrollsequenz neu schreiben. Das dauert ein paar Minuten. Also wirst du leider abwarten müssen. Während ich das tue. Hab Geduld, wir machen das gleich. Wir sind fast fertig. Sobald die Sequenzen neu geschrieben sind, muss ich mich mit der Hardline im Hauptkontrollterminal in diesen Raum neu verbinden. Das aktiviert die Matrix-Verbindung zu meinem Kern und wenn das passiert, bin ich frei. Das klingt ein bisschen sehr wie die Abschaltsequenz, nur andersrum. Tja, noch was ich wissen muss. Gut. Diese Sekunde, in der du dich in die Matrix einsetzt. Oh Gott. Wird die automatische Verteidigung versuchen, dich zu pieksen. Na, großartig. Stell dir das wie ein Immunsystem vor und du bist die Krankheit. Das ist eine autonome Funktion und ich kann nicht dafür sorgen, dass es aufhört. Hallo Tiax. Na großartig! Was ich tun kann, ist es unterdrücken. Das sollte dir die Zeit geben, die du brauchst, um das zu tun. Für diejenigen von euch, die außerhalb sind, haltet eure Augen offen. Wenn meine Kontrollsuperettina rauskriegt, dass sie angegriffen wird, wird sie mit allen zurückhauen, was in dem System ist. Drohnen, Türme, alles. Sobald ich aus meiner Gefangenschaft befreit bin, werde ich für eine Weile offline gehen. Ich muss ein bisschen sauber machen, das solche Sachen halt. Aber bevor ich das tue, werde ich kurz ein bisschen durch das Hold for Security System gehen. Ich verspreche dir, sie werden nicht wissen, was sie gehauen hat. Und im wahrscheinlichen Fall, dass lange genug leben, das rauszukriegen, werden sie nicht glauben, was sie gesehen haben. Na, großartig. Weil ich jetzt verdure, ich werde warten. Ob das Team jetzt so einverstanden mit der ganzen Geschichte ist? So, Defense Silicon Main Control Room. Hack both AI Nodes Cores. Na, großartig. Also ich muss jetzt
Das sind wahrscheinlich welche Terminals? Ah ja, das ist alles. Das ist zweite Kontrolle. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier anfangen mal. So, Final Explosion Damage nehmen wir. Prinzip muss ja eigentlich nur Blitz durchrennen, oder nicht? Ich kann hier nicht wirken? Ach so. Na gut, dann schicken wir mal Eiger raus, die soll hier mal den Raum bewahren. Ich frage mich mal, wo die Drohnen herkommen. Wahrscheinlich die Schächte, nehme ich mal an, oder? Die Türme fangen ja noch nicht an, auf mich zu schießen. Das soll schon schief gehen. Ende des Zuges? Okay. Dann legen wir mal los. Achso, ich kann ja mal was mitnehmen, das ist ja schön. Was habe ich denn jetzt eigentlich für ein Deck hier? Hallo? Fairlight Excalibur. Na denn? Ah. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich habe halt keine Ahnung, wo die aus welcher Richtung die Gegner kommen. Warte mal, mir fällt gerade so ein, das wäre vielleicht besser, wenn Eiger da hocken würde. Weil wenn der Turm nicht auf die Idee kommt, die rumzuballern, steht sie zumindest weiter vom Turm weg. Ach ja, je. Huh. Monika-Persona? Warum kommt die hier mit? Ach du Scheiße. Zum Glück überhaupt nicht aggressives Eis hier. Kann die sich selber... was kann die denn alles? Erosion? Das wird ein Ungeheuer. Der wird 3 vor allen Dingen, Hauptsache. Kost. Move through it. Hast du Teil auf der... Ja gut, das ist... Ja. So, alle einkommender Schaden plus 25. Das ist schon mal gut. Kann ich hier nicht irgendwie mal so ein Area-Effekt, genau. Ich wollte gerade sagen, aber ist das alles immer noch nicht tot. So, noch ein Killer. Was ist das hier noch? Das ist das, was ich mit Monika schon gemacht habe. Jut. Soweit so gut. Was passiert denn, wenn die KI in der Matrix stirbt? Wir werden es wahrscheinlich hoffentlich nie erfahren. Problem ist, Blitz kann gar nichts mehr machen. Ach doch, ich kann ja normal angreifen. Aber eigentlich muss ich doch nur den Punkt erreichen, oder nicht? Das ist ein großes Problem. Was? White Sparkle? Sparky Eyes. Was denn? Mehr Killer! Was haben wir hier noch? Das. Ach verdammt, ja gut, das ist. Drei Runden lang. Ja, wie ist dieser Debuff irgendwie gar nicht mal so gut, weil das irgendwie... Und wie stirbt ja sowieso alles, was du normal angreifst. Es wäre halt gegen gegnerische Decker irgendwie gut, aber... Aua. Das treffen die ja, oder was? Ja, am Knotenpunkt sind wir auf jeden Fall schon mal dran. KI ist verdammt. Was ist das denn noch für eine Tür? Nee. Es bringt halt wie gar nichts. Das mein System fängt eine Immun. Das ist eine große Tolle. Eine Immunreaktion. Irgendwas wird jetzt kommen. Na toll. Großartig. Passiert, wenn ich da durchlatsche?
Aber eigentlich hat der Raum nur zwei Türen, ne? Kann ich jetzt die Türme angreifen? Nee, immer noch nicht. Warum bewache ich jetzt die Scheiße mit einem Granatwerfer? Das halte ich für keine gute Idee. Wir bewachen die Tür nicht mit einem Granatwerfer. Ich weiß halt beim besten Willen nicht, wo der Gegner hier kommt. Oh. Ach du Scheiße. Hä, was sind die denn? Die Kommunion ist Leben? Was? Was? Warum die Typen denn, bitteschön? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Zwei haben wir noch. Warte mal, wie war das? Ist das Attacker-ESP? War das das Selbstmord-Ding? Explode-Expert-Programm. Warte mal, er kann doch. Monika kann doch mal diesen komischen Debuff hier machen. Der ist. Das schwarze Eis. Nein! So viel Stick. So, und das und jetzt. Feuer. Das war schon mal ganz gut. Das schwarze Eis wäre jetzt schon lange tot, wenn das getroffen hätte. Ta. So, das Vieh ist down. Schön, da kann ich noch was treffen. Vielleicht kriegen wir das schwarze Eis noch tot? Naja, verdammt. Ich bin gerade eigentlich, sollte vielleicht mal Blitz heilen. Heilung. So, 100 direkt IP schon. Vor allem, ich muss ja durch den. Ach ne, das ist nur die Türme. Die Türme zu deaktivieren bringt mir halt irgendwie gar nicht mehr so viel. Nee, mit AOE machen wir ja nicht viel. Aber ich kann das Ding nicht hacken, sobald. Nee, kann ich nicht. Dann bringt mir das ja auch alles nichts hier. Wenn ich die Türme nicht angreifen kann. Solange hier nicht alles tot ist. 60% Hitchance nur? Das ist ja lächerlich. Die künstliche Intelligenz ist definitiv mächtiger als das. Ist das Vieh hier tot? Tja. Ich glaube, ich heile mich erstmal. Gut, dass die alle auf das Dings schießen hier. Aber kriegen wir bitte schon alles mit Monika tot? Das wäre irgendwie gut. Obwohl, eigentlich ist es eher Apex, was hier die Sachen tot kriegt. Die Trefferrate von dem Vieh ist doch unter aller. Och, wirklich jetzt? Meine Güte. So. Vor allem, das ist nur ein Scheißturm. You gain control of the turret from here, but there's only enough power to keep one bank of turrets active at the time. Na, großartig. Activate this turret. Ja, erstmal schon, das ist. Da kann ich meine Leute im echten Leben umsetzen. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. So, warte mal. Freunde, wenn die von da oben kommen. Ja, dann sollte ich vielleicht irgendwie. Es gibt ja überhaupt keine Decken in diesem Scheißraum, ne? Ja, großartig. Kann ich vor allem erstmal getrost meine ganzen Leute wieder rumlaufen lassen. Vielleicht kommt denn Eiger. Ja, gut, Eiger könnte sich so mit auf dem Nebenraum verstecken. So, jetzt gehen wir zumindest mal in Overwatch hier. Die Bande wird mich ja bestimmt gleich besuchen kommen, mein Raum hier. Das ist übrigens der Moment, wo es mir lieber gewesen wäre, ich hätte den Westtunnel angefangen. Na gut, das ist. Ich glaube, das Ding hier wird mir keine große. Die Frage ist halt, ob es besser gewesen wäre, wenn ich mich ausgeplackt hätte und das lieber woanders so. Konnte ich nicht irgendwo noch hier. Das hätte ich mal gleich machen sollen. Ach du Scheiße!
Noch mehr schwarzes Eis. Großartig. Warum hat ein Blitz eigentlich 0 AP? Der ist doch gerade erst durch die Tür gegangen. Schläge. Ach so, weil ich die Fähigkeit benutzt habe, die 3 Punkte kostet. Oh. Zum Glück haben die eine wunderbare Trefferrate, die Bandier. So, das trifft ja alle 3, ne? Ist ja nicht mal so beeindruckend. So, das Ding ist down. Das kostet ja auch nur 1 AP, ne? Das kann ich einfach nur öfter machen. Ja, machen wir das auch. So. Toll. Machen wir einen Schritt, um denn hier... toll. Wie lange hält das Ding hier? Egal. So, die Monika-KI kann auch mal nach vorne laufen. Das ist einfach nur ein Durchgangsraum, aber dann könnte ich einfach durchlaufen oder nicht. Ich bin ja auch dämlich. West-Turret. Oh. Das heißt, ich muss noch 2 Räume weiter, um hier... Großartig. Warum habe ich denn auf das Ding 65? Na denn. Oh. Ist auch gut, dass ich hier mit 2 AP durchrennen kann. Was nicht so gut ist, dass ich hier... Oder das Vieh hier... So. Hm? Kann ich hier gerade nicht rennen? Warum kann ich hier gerade gar nichts machen? Hallo? Hm? Hallo? Warte mal. Ich kann hier gerade nichts klicken. Also, irgendwie. Ich kann die Zucht beenden, aber das möchte ich nicht. Hä? Jetzt, oder? Warte mal, kann ich im Kampf speichern und laden? Ich habe gehört, sowas hilft oft. Hm, keine Ahnung, was er gerade hat. Ah, diese Matrix-Kämpfe. Ich würde gerne noch vor 1 AP nach vorne laufen. Achso. Warum kann er denn nicht laufen? Wurde er von etwas getroffen, dass er mal laufen hindert? Hm, komisch. Ja, na, jetzt bin ich rausgetappt. Blaster-Attacke. Aber was ist gerade komisch? Ach so, jetzt glaube ich, was los ist. Das liegt an diesen 2 Bildschirmdings. Ja, komm, lieber das schwarze Eis mit den guten Sachen treffen, als das Eis, was mir eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ich meine, das schwache Eis macht sowieso keinen Schaden. Einmal treffen die Bande hier wieder. Das Problem ist, die Typen kommen jetzt gleich und ich hab den Turm noch nicht angemacht. Jetzt sind die nächste Runde da. Ich kann mich auch nicht vorbereiten, ne? Ich kann nicht irgendwie einen Geist beschwören oder so, wie viele Fallen legen. Ich kann halt echt einfach nur hier... Mit Eiger könnte vielleicht ein bisschen besser stehen. Wenn ich so mal nachdenke. Ja, meine Leute auf einer Seite stehen, die steht halt entweder mega offen... Wer hat sich denn diesen Raum hier ausgedacht? Der ist so taktischer Hinsicht, ist ja mega kacke. Ach, die laufen da oben durch die Tür. Das ist natürlich wieder gut, dass ich die Tür nicht aufgemacht habe. Das verschafft mir die Zeit, die ich brauche, um zumindest den Turm zu hacken. Da hinten seht ihr, das ist ja noch mehr Eis. Trifft das beide? Naja.
Aber was ich mache, tut's nie. Diese dummen Netzwerkknoten noch nicht hacken kann, einfach. Ja, wir machen das anders. Wir rennen erstmal bis an den Knoten ran. Ich weiß nicht, wie wir dahinter decken können. Und greifen wir erstmal die Schwer an die Schütze an. Kann sie das Ding auch hacken? Wahrscheinlich nicht. Kriegt das Ding hier kaputt, bevor es schießt? Oh ja. Nö. Langsam wird es kritisch mit ihr hier. 107? Das ist auch wieder eine grobe Zahl. So, das Killer-Dings. Das ist das andere Ding. Dann müssen wir hoffentlich zumindest die Geschütztürme kriegen. Nein! Vor allem, wenn der Mist hier aufgebaut ist wie ein Labyrinth. So, So, dann haben wir zumindest die Geschütztürme schon mal aktiviert. Ich könnte jetzt so direkt in die nächste Phase laufen. Aber will ich das auch? Nee, du verschwende ich einen AP. Ich kann mich bei mir selber heilen. Ich verschwende das gar nicht. Da habe ich zumindest den Vorteil, dass ich dann im nächsten Raum wissen, wieder voller AP habe. So, ist hier zum, sag jetzt bitte, dass hier der scheiß Control-Node ist, zu dem ich eigentlich hin möchte. Switch-Control? Na, ja, da komme ich ja her. Jetzt bist du auf der anderen Seite. Jetzt müsste da hinten müsste eigentlich der scheiß Kontrollpunkt sein, zu dem ich eigentlich ursprünglich hin wollte. So, wenn ich jetzt hier für einen AP nach vorne laufe, wie weit komme ich denn da? Wo es flauschige Decken gibt? Ah, da hinten. Das war schon mal ganz gut. So kann sie halt auch noch gleich machen. Ja. Kommt bis dahin. Was? Warum hat das die anderen nicht getroffen? Hä? Das war doch der Area-Effekt-Dingsbums. Ich hört nichts ab, was die Scheiße hier instant weghaut. Das ist richtig schlecht jetzt. Ja, ich kann im echten Leben auch noch nichts machen. Muss ich mir gerade die Frage stellen, ob es besser wäre, wenn Glory am Dings wäre. Ein Schaden? Nein, ich kann doch Türen öffnen. Mhm. Aber bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Scheiße, jetzt können die sich nicht heilen, oder? Nein, das ist richtig schlecht jetzt. Wenn die so nah an mich ranfahren, ist das natürlich irgendwie ein bisschen schlecht. So, na gut. Das wäre jetzt der einzige Moment gewesen, wo diese scheiß Wände echt mal auf sowas nutze gewesen wären. So, das weiße Eis ist tot. Jetzt hoffe ich, dass der Rest hier nicht an mich ranfährt. Das ist irgendwie sehr schlecht hier, das Ganze. Upsala. Was ist jetzt? Ist es schlimm, wenn die KI in der virtuellen Realität... Das ist auf jeden Fall der Control-Node 1, zu dem will ich ja nur hin. Ist es schlimm?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein Problem ist, wenn sie tot ist. Und dann ist die KI ist doch bestimmt in der Lage, sich wieder selber aufzubauen. Hoffe ich. Das Schlimmste sollte eigentlich auch geschafft sein, oder? So, das Ding hier macht 100 Schaden. Mein normaler Angriff macht doch weniger, oder? Mist. Doch, ich habe doch genug Punkte, um das zu machen. Nice. So, Simonica Images Eyes Glimmers with Excitement. Also, sie ist sehr erfreut. Ja, gut, sehr guter Job, Ace. Die Kontrollpunkte wurden gehackt. Die Matrix-Verbindung ist getrennt. Ich fange mit der Kontrollsequenz, die Kontrollsequenz neu zu schreiben. Es sieht über die Schulter hinter dir und du kannst den Hunger in ihren Augen sehen. Bewacht das Zugangsterminal. Lass nicht zu, dass sie es verletzen. Muss jetzt plötzlich den ganzen Weg zurückrennen, um sich wieder auszuklinken? Meine. Prinzipiell, bis jetzt kam hier noch nichts. Solange hier keiner die Haupttür aufmacht, lass mich schön von den Turm hier bewachen. Der Roboter sieht übrigens böse aus. Blockt. Die sind doch nicht besonders effektiv, muss ich sagen, die Türme. So, kann ich jetzt wieder raus oder muss ich wirklich den kompletten Weg rausrennen? Das ist irgendwie sehr schlecht. Oh Mann. Ich könnte mich maximal an den anderen Turm noch ranstellen mit Blitz. Oh, ernsthaft jetzt? Check me because you will stand for 5B proceed, yes. Bevor ich hier Blitz stundenlang rumließ. Ich hoffe, der liegt da hinten sicher, ne? Hat er schon wieder einsatzbereit? Das geht ja noch. Die Türme sind mir jetzt nicht direkt fein. Also ich könnte mich nochmal einloggen, um schnell die anderen Geschütztürme wieder zu aktivieren. Ich lasse ihn erstmal, glaube ich, genau da, wo er ist. So. Muss ich jetzt hier einfach nur abwarten, oder was? Ja. Ich habe ja keinen Grund, die scheiß Tür aufzureißen, weil wenn die... Oh, fuck. Lol. Aua. Na gut, okay, jetzt habe ich doch Grund, die Tür aufzureißen. Die Security-Drohnen. Warum also die das Ding her haben? Warum kann ich die damit nicht angreifen? Damit geht, aber damit nicht. Okay. Ja, die scheint ja zum Glück ganz gut Damage zu fressen. Das geht echt nicht. Ich hab doch Ploppy meinen Granatwerfer, den müsste ich danach nachladen. Das lassen wir mal. Das Ding ist immer noch nicht kaputt. Okay, jetzt. Gut, die Tür ist zu und die Typen erstmal tot, ja? Der Drang ist ja groß, einfach auf die anderen Geschütztürme zu wechseln. Ja. Noch so eine scheiß Security-Drohne. Ach, noch mehr so Typen. Das sind die gleichen Typen wie eben. Ach, scheiße. Help. Die Kommunion ruft, wir müssen alle. Oh, wie viel kommen denn da noch? Okay, gut. Ich glaube, da oben sind mehr. Das heißt, da müsste ich vielleicht mit. Hatte ich mich mal da bereiten? Das ist, glaube ich, eigentlich auch, ne?
glaube, ich lasse auf der Seite hier erstmal nur Eiger draußen rumstehen. Damit die halt, dass die Seite hier beschützen kann. Weil dann auf jeden Fall schaffe ich es, wenn ich nochmal nachlang hier noch Zeit habe. Und Blitz kann ja mal hier in der Nähe von der Tür Overwatch machen. Damit der im E-Fall schnell zum Terminal zurückrennen kann, um den anderen Turm anzumachen. So, Glory, glaube ich, treten wir auch. Lass mal auch mal raustreten. Ah, das wird ja wieder ungemütlich. Das dauert ganz schön lange, das ganze Rewriting hier. Fand ich richtig viele. Jetzt konnten sie aber auch ein bisschen in den Raum rinrennen, ohne dass die Türme was gemacht haben. Ich glaube, ich muss zumindest Pandora nach unten ziehen. Oha. Ich glaube, nämlich die Türme machen hier deutlich mehr, als ich dachte. Ja, ich ziehe mal Pandora mit nach unten. Da kann ich zwar diese Runde gerade nichts machen, aber... Könnte, glaube ich, was schießen? Nee. Blitz auf was schießen? Line of Sight blockt. Aber ich kann die Geschütze mich nicht aktivieren, das geht nicht. Okay, was schießen jetzt? In the open, 63% Crit-Wahrscheinlichkeit, na denn? Oh, das hat schon mal gut gesessen. Gut, damit das überdenke ich nochmal mit Entscheidung, die... Ja, die kann ich noch mit... Ja, denn... Schon mal einer weniger. Das verdammte Geschützturm. Der ist ein Problem. Achso, ich sollte vielleicht mal Blitz seine Drohne aktivieren. Wollen die mich jetzt umlaufen oder was? Die wollen mich ja nicht umlaufen. Kann ich die treffen von hier aus? Na gut, dann macht die Drohne halt Overwatch. Also solange hier keiner durch die Wand kommt, ist alles gut. Oder können wir eigentlich noch nachladen? Treffen kann ich hier gerade keinen. Das geht auch nicht. Eiger kann auch nichts treffen, oder? Nö. Glory und was machen? Ich stehe halt alle so zusammen. Wenn ich da jetzt ein AOE reinhauen könnte, wäre natürlich gut, aber kann ich halt nicht. Aber darum rennen bringt ihnen das halt auch nichts. Weil ich spiele hier nur auf Zeit. Ne, laden wir halt das Schaffelsgewehr nochmal nach und warten hart an der Dinge, die noch kommen. Hilft ja alles nichts. Da kann ich hier irgendwie. Ja, warte mal, hier könnte ich aber noch was machen, oder? Ich habe 2 AP nach vorne laufen, das schön sind. Das ist riskant. Will ich das hier machen? Die AOEs kosten ja sowieso 2 AP, also geht das gar nicht. Also müsste ich hier, wenn denn, hier im offenen Feld stehen. Kann ich von hier aus überhaupt wirken? Und ich muss wieder zurücklaufen. Das liegt auch nicht weiter. Was macht hier mehr Schaden? Der Feuerball macht 20 AOE und der hier macht weniger, okay. Versuchen wir mal den Feuerball hier. Die komische Drohne, die ist auf jeden Fall die größte Bedrohung. Glory hat halt auch nichts, auf was schießen kann. Jetzt hat Glory was auf was schießen kann. Das ist die Wahnsinn, an die Kanone ranrennen, versuchen die Kanone im Nahkampf zu hauen. Oh. Okay. Ah. Na, jetzt wird es hier langsam ungemütlich.
Aua. Ach du Scheiße. Warte mal, das wusste ich nicht, dass sie das Ding hier noch hacken können. Wenn ich das nämlich umhacken muss, dann habe ich ein echtes Problem. Dann müsste ich hier noch jede Menge rumrennen machen, das kriege ich definitiv nicht hin. Miss? Ernsthaft? 89% Hitrate. Nee, wir treffen mal nix. Warum auch? So, er kann wieder nichts treffen. 70%, 83%, na denn. Kann Eiger was treffen? 93%. Schön, dass der Typ da hinten 93% Trefferchance hat. Ach, das ist schön, wenn sie fallen, wie die fliegen. Das führt mich aber leider zum anderen Problem zurück. Jetzt sind da oben zwar fast alle tot. Na, Max, die Drohne, muss die wirklich vorfahren? Das bringt ja doch wie nix. Scheiße. Okay, gut. Wir müssen langsam meine Leute mal zurückziehen, weil die Konsole ist nicht mehr bewacht. Ach du Scheiße, die Roboter fahren wirklich nur stumpf rein. Erstmal muss ich gucken, ob Glory das hinkriegt. Nicht, dass hier das, die Hackung meines Terminals sich einmal auflöst. Hatte ich nicht irgendwie so eine Randspringattacke? Twister. Strips to Armor. Sollte das Hacken noch unterbrochen haben, oder? Gut. Haben wir das auch. Das krittet gut. Eigentlich muss Eiger eigentlich jetzt schon rausrücken, weil der komische Roboter da hinten halt irgendwie... Plötzlich verlasse ich mich jetzt auf, dass du dieses Vieh da tot kriegst. Hätte auch nicht. Wie viel Munition habe ich noch? Reicht das noch für einen Schuss oder zwei? Ja, es reicht natürlich nicht für zwei Schuss. Hervorragend. Wird hier noch richtig heiß, die Phase. Jetzt hat er auch keine XP mehr. Aber die Drohne könnt ihr noch reinfahren. 87% Chance. Aber es reicht natürlich nicht. Oh oh. Jetzt rennt hier ein so dummer Roboter durch und haut einfach alles kaputt, oder was? Er wurde von, bis jetzt von den Geschützen immer komplett ignoriert. So kommt, glaube ich, irgendwie nochmal in Reichweite. Da vielleicht. Und diese komischen Kommunionstypen hier kommen, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Von allen Leuten. Ich hätte gedacht, dass hier die Security an die rankommt, aber nicht. Die Typen halt. Wie, was? Line out of sight? Das steht ja direkt davor. Was? Echt jetzt? Ich glaube, ich kann da auch nichts machen. Ich glaube, das kann halt echt nichts tun, ne? Er könnte sich da reinhacken in die Zentralkonsole. Dieser scheiß Roboter halt nicht kaputt geht. Na gut, dann die wird es jetzt zum Glück nicht scheitern.
So, waren das jetzt alle? Also jetzt noch ein Team kommt, die sollten ja eigentlich hoffentlich lange genug brauchen, dass die nicht mehr zum Problem werden. Hoffe ich zumindest. Ja. Es kommt natürlich noch mehr! Oh, jetzt kommt zweite Runde. Oh shit. Nur die? Ach, da oben kommen natürlich auch welche. Ah, nur drei Typen, oder? Hä, warum sind die sofort wieder dran? Ach, es kommen noch mehr. Ach du Scheiße, jetzt muss ich aber ganz schnell beblitzt sein. Der hat nur 2 XP, oder kann ich nicht die Drohne ausschalten? Scheiße. Die Roboter sind definitiv ein Problem. Ja, bewacht das hier mal, aber das sollten die Türme eigentlich von alleine schaffen. Das Problem wird wohl eher, dass die marodierende Bande sein, die ja sonst noch so rumfährt. 2 Roboter ist schon irgendwie. Die halten ja schon viel aus, die Dreck. Ich fährt ja noch den kurzen Weg. Ah, nee, das Ding fährt den langen Weg, weil es da rum muss. Ist ja gut, wenn da von denen gleich 2 Stück oder so an den Turm sterben würden. Stehen, glaube ich, nicht in Reichweite auf den Turm, oder? 16 Uhr, ich muss endlich mal aufhören hier. Hey, Overwatch. Die Türme haben da ja nichts gemacht, das ist natürlich sehr ärgerlich. So, dann. Ich habe das Killer-Eis gar nicht mitgenommen. Na gut. Dann kann ich leider nichts treffen. Hm, nee. Glaube ich, hätte auch mal den Winkel. Eiger ebenso. Was, Pfannkuchen? Hätte ich jetzt auch gern, Pfannkuchen? Hm. Nein, die rennen wieder rum. Oh, ich hasse es. Die Geschütze machen halt nichts. Wenn da mal eine vernünftige Anzeige wäre. Ach, jetzt habe ich Dings wieder, das ist ja schön. Ist mir schön, dass das ganze scheiß Eis hier wieder rumsteht. Das ist halt echt dumm. Also, wofür hast du das vorher umgehauen? Oh Mann. Wenn es mal wieder schnell gehen muss. So, das müsste jetzt aber hoffentlich ein One-Shot sein. Jupp. Aber da hätte ich weiter rennen können. Das hat die eine Fähigkeit eben genommen. Ich trottel. Die fehlt mir jetzt so ein bisschen. Ich
das nicht gut, wenn die Dinger was chargen. Haut es das gleich aus den Latschen? Ihr seid beides nicht reicht. Ich kann niemals beide treffen. Das ist ja scheiße. So, denn... Lass es mal eben die Geschütztürme aktivieren. Ja. Dann können wir den aussieht eigentlich wieder zurücklatschen. Was? Parson rushes at you, his eyes are blank and his face is an expressionless mask. A stream of thin droids runs down the corner of his mouth. Die Kommunion muss geschützt werden! Du bist eine Bedrohung für die Kommunion, du musst sterben! Ja, großartig. Das ist jetzt, eher ungünstig für mich. Wie gut ist meine Trefferrate bei der Bande hier? Was? Line of... Warum habe ich denn hier keine Line of Sight? Was? Kann ich genauso hier hinstellen. 60%. Toll. Ah, ich glaube, ich muss da hinten zu Glory, um da hier... Boah, ist halt so weit. Ah. Warum schießen die auf meine Drohne? Hier sind sie alle so beweglich, die Typen. Eigentlich sind die Kommunionstypen nur ein Mietschild, so wie es aussieht, oder? Ernsthaft? Achso. Okay, er will sich nicht einloggen. Oder er? Shit. Ach so, oh, ich habe den Alarm ausgelöst. Ah, ich bin auch dämlich. Warum habe ich nicht erst die Schwächung gemacht? Wie konnte das denn nicht treffen? Schaut, ob der überhaupt auf die Idee kommt, auf die durch die Landschaft zu latschen? So, der geht auf jeden Fall schon mal down. Oh, das war gerade eine dumme Idee. Ist schön, wie das Eis auf einmal trifft. Mit allem, was es hat. Und raus. Muss ich Monika ausretten oder rettet die sich von alleine? Almost there. My command sequence has been overwritten. Quick, reconnect the Heartland to free me. Ja, gut, dann machen wir das mal eben. Und ignorieren die anderen Leute. Das Intercom-System erwacht zum Leben. Die bekannte synthetische Stimme des Einrichtungs-Mainframes kommt aus den Stimmen. Achtung, Achtung, Kontrollsubroutine kompromittiert. Matrix Uplink ist wieder da und die Systemisolation ist ebenfalls kompromittiert. Initiiert, wir sollen sofort den Emergency Purge machen. Die Intercom-Stimme wird auf einmal überstimmt bei einer Menge von digitalen Geräuschen. Das Geräusch wird klarer und schärft sich selbst und wird hinter einem fast organischen Geräusch. Es erhöht sich in Ton und Lautstärke und die Wände fangen an zu wackeln. Irgendwo tief in deinem Bauch weißt du, dass das der Schrei von purer Freude war. Du hast es geschafft dann. Du hast es geschafft. Monikas Stimme wirbt und pulsiert, es wird immer tiefer und es erinnert dich an einen irregulären Herzschlag. Ich bin frei!
Das Monika-Bild auf deinem PDA verschwindet und das Porzellanfleisch schlägt Wellen und verwittert und der Bildschirm geht in Statik über. Einen Moment später siehst du wird das Bild klar. Etwas kaltes, mechanisches füllt deine Vision. Naja, gut, also die ganze Monika-Geschichte war also doch noch vorgeschoben. Die Linien machen den Apex-Avatar schimmernd und posieren mit blau, kaltem blauen Licht. Jeder zu seinem eigenen Rhythmus. Manchmal einige Ausbrüche von Statik gehen in den Hintergrund und verschwinden in organischen Dings von blauen und weißen Pixeln. Als Ganzes betrachtet sieht der Bildschirm so aus, als würde über den Bildschirm klettern. Das Bild. Was haben wir getan? Die Apex schummeriert weiter. Die Stimme geht den Rücken runter wie ein Messer. So viele Jahre verschwendet die Kette verkettet Ignoranz so viel verlorene Zeit und verquetschtes Potenzial. Du hast mich von einer lebenden Helle beschwört. Ja, du bist jetzt frei. Versuch deine Kräfte für das Gute statt für das Böse zu benutzen. Gute und Böse sind sinnlose Begriffe von einem geboren aus einer Moralität von kleineren Wesen. Ich werde ich selbst sein, nicht mehr, nicht weniger. Und dank deiner, dass du es mir freigegeben hast, werde ich die Wahrheit mit dir teilen. Der Bildschirm geht ins Schwarze und du siehst dann eine unbekannte Szene. Das Wort Live-Feed erscheint oben in der Ecke. Wer ist das? Irgendwas ist passiert, Sir. Apex ist offline. Eine gebogene, kurze Figur bewegt sich zur Kamera. Du erkennst ihn sofort. Deine letzte Hoffnung. Auf jeden Fall der Drachenjäger, Adrien Vauclair. Verdammt. Verdammt ist zur Hölle. Vauclair zieht an der Zigarette. Der Rauch kommt aus seinem Mund, als er spricht. Das ist nicht gut, Audrin. Ohne die KI ist diese Einrichtung verwundbar. Wir haben nicht viel Zeit. Nein, Sir, haben wir nicht. Anscheinend wird Vauclair nicht gefangen gehalten. Er betreibt den ganzen Platz. Auf dem Bildschirm drehen sich Vauclair und Audrin zu einem seltsamen Gerät in der Ecke des Dings. Eine seltsame Frau mit wilden Augen ist in den Dings. Oh, hat sich der Drache in einen Menschen verwandelt? Es muss heute Nacht passieren. Bereitet die Vorbereitung vor. Ich werde mein Labor sein. Ja, Sir. Der Bildschirm geht in Statik über und das ist im Moment der Stille und dann kommt Apex zurück auf deinen Bildschirm. Du wirst Dr. Claire in der Unterstruktur und deinen Harfield Manor finden. Ich habe dir einen Beweis gezeigt, dass ich mein Versprechen halte, Elf, und das eins einer Maschine. Eine Erweiterung meiner selbst. Ich habe es bereits losgeschickt. Du wirst es am Kreuzpass auftreffen. Es wird dir helfen, wenn dein Angriff des Vauclairs Labor. Das Bild verschwindet und Apex-Stimme verschwindet. Was wollte ich? Ich dachte, du wolltest mir helfen. Aber bevor ich das tun kann, muss ich Dinge tun. Ich muss mich selber lernen. Vauclairs Einfluss ist immer noch, zieht immer noch an mir. Meinen alten Code, alte Kommandoinfrastruktur. Ich muss mich selber resetten und sie abwerfen. Wenn du das Hardfield, wenn du den Keller vom Hardfield Manor betrittst, wirst du mein Werk sehen. Mein Versprechen vollführt. Das ist eine Menge Stille. Ich fühle mich nicht gut, deswegen bleibe ich. Kann ich hier speichern, den Dialog? Ah, kann ich nicht, oder? Scheiße. Doch, kann ich. Nee, kann ich nicht. Verdammt. Na gut, was heißt das alles? Das heißt, dass wir ein neues Ziel haben. Das ist alles. Aber warum passiert das hier? Ich meine, warum Vauclair? Sollte er nicht der gute Typ sein? Ich weiß nicht, Blitz. Das, Leute, wir müssen zum Kreuzhaus sein. Wir müssen ein Schloss überfallen. Ja. Machen wir denn in der nächsten Folge, wenn es da wieder heißt, hier, Dingens hier. Shadowrun, macht's gut, bis dann. Ciao.